den kleinen Kids, wenn die irgendwo draussen am Shooter sind, dann kann ich einfach und sage, darf ich mitspielen. Ja, also ich habe einen Spitznamen. In der Mannschaft nennt sie mich Lindy. Hat natürlich sich mit der Zeit so im Fußball ein bisschen eingependelt. Früher hat es mir einfach gesagt, Lindrit, wie ich halt heiße. Und ja, mit der Zeit, jetzt alle, seit ich eigentlich shoote, alle sagen mir Lindy. Und das gefällt mir auch. Ist ganz okay. Allgemein mit Sport, ehrlich gesagt, ich bin immer einer, der viel Energie hat. Ich muss in Bewegung sein. Ich tue gerne Tennis spielen. Ich spiele gerne Badminton. Ja. Das ist eigentlich das. Mit meinen Kollegen verbringe ich viel Zeit. Verbringe. Ich tue allgemein auch sehr gerne draussen einfach shooten. Auch mit den kleinen Kids. Wenn die irgendwo draussen am Shooten sind, dann kann ich einfach und sagen, darf ich mitspielen. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich nice. Und das erinnert mich einfach immer wieder zurück, wo ich eigentlich mit ihnen selber shoote, wo die Eltern gekommen sind, darf ich mitshooten. Das mache ich selber jetzt mega gerne, vor allem im Volkswillen, wo ich wohne. Ich nenne mal einen, der nicht mehr shootet. Ich wollte schon immer mit dem Puyol zusammen shooten. Für mich seine Leidenschaft und Passion zum Fußball und seine Persönlichkeit haben mich schon immer beeindruckt. Und ich würde jetzt wieder shooten oder würde ich die Zeit zurückdrehen können, hätte ich sehr gerne mit ihm zusammen ein paar Spiele bestritten. Ein Privileg, definitiv. Weil ich als Junge, wenn man da anfangen darf, ist man mega stolz. Und man ist sich das gar nicht glaube ich, bewusst, was man erreichen kann. Und wenn man dann Teil von der ersten Mannschaft ist und mitschauen darf und spielen darf, dann ist es natürlich ein Privileg. Und wenn man zurückdenkt, hätte man das können erwarten können, dann glaube ich es definitiv nicht. Und jetzt umso besser, wenn man da ist. Meine Schnelligkeit, meine Exklusivität, mein Kampf gegen den Ball. Ja, definitiv meine Zweikampf-Kopfballstärke. Ich glaube, das zeichnet mich alles aus.